Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Die einen lieben sie, die anderen hassen sie. Es geht um die Titan. Ich möchte heute einfach mal klarstellen, ist die Waffe immer noch so stark wie nach Patch 1.04 oder eben auch nicht? Nach dem Patch 1.04 kam das erste große Waffen-Update. Da haben sich die meisten schon gefreut, dass die Waffe endlich genervt wird. Ich bin der Meinung, der Patch hat absolut nichts gebracht. Jetzt am Dienstag kam Patch 1.06 raus, wo auch Nuketown endlich ins Spiel gekommen ist. Und ich möchte jetzt einfach mal zwei Gameplays auch auf der identischen Map vergleichen. Ist die Waffe noch stark? Ist sie nicht mehr stark? So viel kann ich verraten. Wie gesagt, nach 1.04 war die Waffe immer noch genauso stark, fand ich. Nach den zwei Gameplays melde ich mich wieder. Da gibt es ein kleines Fazit, ob es was gebracht hat oder eben auch nicht. Bis dahin viel Spaß mit den Gameplays. Bis gleich. Ciao. Schön in deinen Kopf. Nee, ich bin schon lange weg. Nein. Machen die eigentlich auch Kills, die Leute, oder? Bisschen Angst. Naja, was? Luftraum ist voll. Ach, das ist ein feindlicher He. Missionsziele in Sicht. Bringt es zu Ende. Das ist der beste Beweis, warum die Titan immer noch zu stark ist, die Runde. Muss ich jetzt einfach mal sagen. Schwimmt der da im Eiswasser? Ist es nicht ein bisschen kalt, meiner? Nein, rutsch doch! Fuck, ach, das waren zu viele. Um da wegzurutschen. Ich mach das schon, meiner. Komm vor. Cool, brauchen wir noch nicht. Der Aufstiegsmarker ist offline.
So, kurz ein bisschen chillen. Hoffen, dass die voll reinhaut. Ah, fuck. Aber ich glaube, ich weiß, was ich dauerhaft als Freischaltung noch reinmache. Das Scharfschützen ist. Komm, schnell. Schatz, jetzt bitte gerade nicht. Das ist gerade eine richtig gute Runde. Und da ist der Heli Nummer 2. Irgendwie nervt die Kontertone. Jetzt geht sie weg. Was? Ich war drauf! Ich war drauf! Ich war so drauf und der stirbt nicht. Oh, das ist echt hart. Ah, fuck, egal. Weiter geht's. Die Runde ist immer noch sau, sau geil. Wie gesagt, bestes Beispiel, warum die Titan einfach immer noch zu stark ist. Ich weiß. Ach, das ist ein Einsatzteam, das habe ich gar nicht erkannt. Kein Wunder, dass sie nicht sterben wollten. Alter. Boah. Ey, kein Wunder, dass das Einsatzteam so reinhaut. Die kassieren ganz schön Schaden. Ich dachte schon, der wollte jetzt nicht mehr sitzen. Letzten Kugel. Komm, der kommt gleich von hier. Ich mag die Waffe trotzdem noch. Also auf Icebreaker macht die Waffe einfach nur mega Laune. Jetzt hast du mich aber ganz schön ausgetrickst. Jetzt habe ich auch ganz schön gesprayt, ey. Nein! Fuck, hätte ich mich mal nicht umgedreht. Glaube ich von da. Komm, 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 schnell, schnell, schnell. Oh.
Oh, für dich hat's gereicht, du kleiner Penis. Ach, jetzt habe ich mich gerade richtig dumm angestellt. War noch einer? Ach, und er hat mich. Wie ich so null drauf war. Gut, gegen so eine Waffe hast du absolut keine Chance. Aber du jetzt auf die Entfernung gerade nicht. Dann will ich nachladen. Käse. Oh, die Punkte habe ich noch abkassiert. Überlebt. Immer noch. Komm, jetzt kommt einer von dort. Ah, das ist echt, echt, echt stark. Ach, der hat immer noch den Annihilator an. Naja, gut, was ist da? Hier merkt man in der Szene dann eben, wenn es hektisch und schnell wird und viele Gegner im Nahkampf sind, dann finde ich, hast du keine Chance. Aber diese Distanzen hier kann man nicht bestreiten, dass die Waffe nach wie vor absoluter Reißer ist. Muss auch dazu sagen, ich bin absolut nicht eingespielt. Aber ich finde, die Runden reichen trotzdem, um zu zeigen, dass die Titan noch stark ist, aber nicht mehr so dominant. Oh, danke, dass ich das nicht gesehen habe. Ja. Konnte ich das überleben? Na, jetzt habe ich mich natürlich verraten. Na. Oh. Titan gegen Titan. Na, was willst du machen? Na, müssen die jetzt von der Seite kommen? Ich hol ihn trotzdem, obwohl sie zu zweit auf mir drauf waren. Das klang irgendwie homo. Ein Turnen ist immer noch möglich, so viel ist mal sicher.
Alter. Gut, das Gegner kann mir natürlich auch beweisen, dass die Titan immer noch mega stark ist. Ja. Hab aber auch ein Timing, in diesen scheiß Annihilator reinzuspringen. Wenigstens habe ich den weggeholt. So, willkommen zurück nach beiden Gameplays und zu meinem Fazit. Also im ersten Gameplay deutlich zu sehen, der Patch 1.04 hat einen absoluten Scheiß gebracht. Meiner Meinung nach zumindest nichts spürbar. Der zweite Patch jetzt aktuell, der hat eine Menge gebracht. Leider vielleicht in dem Gameplay nicht ganz so deutlich zu sehen. Ich habe aber bewusst auf Icebreaker gespielt, denn man muss das Fazit ein bisschen differenzieren. Spiele ich gerne auf Maps mit einer hohen oder mittleren Distanz zum Gegner, dann ist meiner Meinung nach die Titan immer noch einer der besten Waffen, denn der Patch hat den Schadensoutput absolut nicht berührt und ich finde, die Stabilität hat sich jetzt meiner Meinung nach zumindest auch nicht sehr groß verändert. Und bewusst sage ich deswegen differenzieren, weil spielt man gerne auf Maps wie Nuketown oder allgemein kleinere Maps, dann muss man sagen, ist die Waffe scheiße, denn der Patch hat quasi nur das Movement verändert. Der Schaft ist nicht mehr so stark. Man bewegt sich nicht mehr so schnell, auch seitlich, wenn man jetzt irgendwelchen Kugeln versucht, irgendwo auszuweichen. Schnell ziehen ist deutlich langsamer. Man ist deutlich langsamer im Visier. Das merkt man extrem. Also wenn man viel pre-aimt und um eine Ecke ganz langsam laufen will, schon im Visier und den Gegner anvisieren will, dauert das deutlich länger. Also Fakt ist, wer sehr, sehr viel rusht, so wie ich zum Beispiel, auf kleineren Maps auch, für den ist die Waffe meiner Meinung nach absolut Müll und absolut keine Wahl mehr. Auch wenn es sicherlich Gamer gibt, die damit klarkommen, ich jedenfalls nicht. Also Fakt ist, wenn man das an Nuketown festmacht, du gehst in ein Haus und da steht sofort einer vor dir. Bevor du anvisiert hast, bist du normalerweise schon tot. Also definitiv, wenn du einen Gunfight gegen eine MP oder ein Sturmgewehr hast, hast du da keine Chance. Und deswegen auch nochmal differenzieren. Spielt man lieber auf Maps wie Icebreaker, Militia, mittlere und hohe Distanzen, da rasierst du trotzdem die Gegner. Sieht man sicherlich im zweiten Gameplay ein bisschen. Man kann natürlich auch im Nahkampf ein bisschen was schaffen. Das ist je nachdem, wie stark dein Gegner ist. Also Fakt ist, die Waffe ist deutlich schlechter geworden. Das kann man einfach mal so sagen. Aber ich finde, also ich spiele die Waffe definitiv noch. Sicherlich nicht mehr so oft wie früher. Aber auch nur auf Maps wie Icebreaker. Ich finde, auf Icebreaker macht die Waffe einfach am meisten Spaß. Und ansonsten alle anderen Maps spiele ich sowieso am liebsten mit Sturmgewehr oder MPs. Aber das ist Ansichtssache. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen und ein bisschen zeigen, wie weit der Patch was gebracht hat oder auch nicht. Ich für mich finde jedenfalls, ich werde es nicht mehr so häufig spielen, auch wenn sich viele eh über die Waffe beschwert haben. Jetzt, denke ich, kann das langsam mal ein Ende haben. Ich würde mich sehr über einen Daumen freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Ein Abo würde ich mich natürlich auch wie immer sehr freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein. Ciao.